Die Ukraine hat versucht, Einfluss auf die Berichterstattung des ZDF zu nehmen. Was da genau los war, das hat Florian Warweg in der Bundespressekonferenz für die Nachdenkseiten erfragt. Los geht's. So, Ukraine. Die ukrainische Botschaft hat am 2. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht, in welcher sie erklärt, ohne Zustimmung Kiews dürfte das ZDF nicht aus von Russland kontrollierten Gebieten im Donbass berichten. Am selben Tag griff auch noch das Außenministerium in Kiew das ZDF an und erklärte, dieses würde keinen Journalismus betreiben, sondern die Realität verzerren. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung denn diese Sichtweise der ukrainischen Regierung oder verwehrt sie sich gegen diese? Die Ukraine bezieht sich hierbei auf einen Bericht, der aus Mariupol ausgestrahlt wurde und wo der ZDF-Reporter mal ausnahmsweise nicht das Framing der westlichen Kriegspropaganda bedient hat, versucht hat, relativ neutral zu berichten. Das hat ihm natürlich einen riesigen Shitstorm und die Kritik der ukrainischen Regierung eingebracht. Naja, dass die Ukraine meint, dem ZDF vorschreiben zu können, wie es denn genau Bericht erstatten soll, das zeigt schon ziemlich klar, ja, wie dieses Land es so mit der Pressefreiheit hält. Versuchte Einmischung in die Programmgestaltung des ZDFs. Die Bundesregierung sagt, dass es eine redaktionelle Entscheidung von Medien ist, die sie bezüglich ihrer Berichterstattung treffen. Aber meine Frage war ja, hier hat sich ja die ukrainische Regierung recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ohne Zustimmung Kiews dürfe das ZDF nicht aus dem Donbass berichten. Dazu hätte ich ganz gerne noch eine Einschätzung der Bundesregierung. Gerne auch Herr Hebestreit. Also Sie haben mir jetzt zwei Varianten zur Auswahl gegeben und ich habe Ihnen beantwortet, wie die Bundesregierung das sieht. Insofern ist das, glaube ich, beantwortet. So, jetzt hat der Lange das Wort mit einem Thema, weil wir machen Frage und Nachfrage. Ja, wieder eine ausweichende Antwort. Also die Ukraine will Einfluss auf die Berichterstattung des ZDF nehmen und der Bundesregierung ist es egal. Also was anderes konnte man eigentlich auch nicht erwarten.